Sind wir schon drauf? Tatsächlich. Willkommen zurück zu einer neuen großartigen Folge Knallhart durchgemolken. Ich hole jetzt die Seelen. Hey! Die letzte. Die in einem heroischen Anflug von gar nicht mal so gut, aber Eddie hat liegen lassen. Aber kannst du jetzt vielleicht auch. Was? Können wir uns darauf einigen? Also, das wäre jetzt mir echt wichtig. Jetzt bin ich gespannt. Das ist wirklich auch wichtig für unsere Freundschaft. Ja. Dass du sagst, wo es lang geht? Nee, dass du. Dass du zugibst, dass dein Handy im entscheidenden Moment vibriert hat. Gestern. Es hat vibriert, ob das kausal. Es hat in dem Moment vibriert. Doch, es hat vibriert und kann man das nicht nachvollziehen, dass so eine Vibration eine Hundertstelsekunde Aufmerksamkeit kostet? Und wenn du einfach für diese Typen 100% Aufmerksamkeit brauchst und hast aber da nur noch 98,2 aufgrund des Vibrierens, kann es sein, dass das den Tod befördert? Das kann möglich sein. Gut. Keine weiteren Fragen. Geschworenen. Now, isn't that? Ich mach das jetzt genau wie du. Ja, mach das mal, weil ich glaube, wenn du so die richtigen Dinge da an der Leiter dich klammerst. What? Also, wenn du die Leiter runtergehst. So, du meinst mit der Hand oben? Ja, ein bisschen weiter runter. Also, er muss dich sehen und dann gehst du ein bisschen runter. Dann wird er schlagen und runterfallen. Das aber geht. Dann macht er schon. Aber das muss er natürlich erstmal gelockt werden. Das ist er doch. Das macht er wieder sein. Das ist nicht der mit dem Großen. Jetzt musst du ein bisschen runter. Genau, jetzt fällt er gleich. Siehst du? Alter Dark Souls-Trick. Und ist er dead? Natürlich nicht. Kann er Treppen gehen? Natürlich auch nicht. Gut. Alter Dark Souls-Trick. Mich wundert ja vor allem eine Geschichte sehr. Normalerweise kann man mir bei Orientierung wirklich wenig vormachen. Dass du hier permanent es nicht nur glaubst, besser zu wissen, sondern auch schon so manches Mal besser gewusst hast. Das will mir aber nicht in den Sinn. Das passt Story, mit dem Story Bild von Etienne Gardet nicht zusammen, Story das of my ich von life. Dir habe. Du hast keine Ahnung, wie oft ich recht habe. Und ja, aber also, das ist ja andere nicht realisieren. Das ist nichts Besonderes. Ich finde das auch für mich ist es eigentlich nichts Besonderes. Für mich ist es Standard. Es ist für dich einfach nur besonders, dass du es endlich mal siehst. Was passiert sonst immer ohne Zeugen? Oder Leute, die zugeben? Das mag ja sein. Was, pass auf. Ja. Gleich passiert nochmal. Und komm, Johnny. Ja, du musst ein bisschen weiter links. Das Geländer schützt ihn gerade noch. Ja, aber. Komm, du willst es doch auch. Ja, jetzt. Ja. Nein. Das ist so, wenn KI, künstliche Intelligenz an ihre Grenzen kommt. Jetzt hast du ihn. Und jetzt kannst du die eigentlich. Jetzt haben die ja schon Damage gekriegt. Ich wüsste gerne mal, wie viel da unten. Vor allem, wo ist der zweite Kollege? Ja, komm, das heben wir uns aber für den. Jetzt lass uns mal einmal hier. Jetzt werden wir schon die beste Möglichkeit haben, hier oben mal in Ruhe. Ja, aber wir haben doch alles da oben schon abgeschlossen. Ja, aber nicht die Seelen. Die hat hier doch versprochen, zurückzuholen. Ja, die sind in dem Raum. So. Und hier unten ging es nur in den Cursed Gun. Genau, da will man überhaupt nicht reinfallen. Oh, guck mal, da geht es jetzt schon los. Ja, und da kommt auch ein Cursed Boy hoch hier. Ja. Der kommt jetzt hier. Mhm. Das geht nämlich ganz schön viel. Hier, es geht echt. Alter! Oh! Ach, da war noch einer jetzt. Okay, jetzt aber meist kommen. Das hat man so schön vorgearbeitet. Da will man jetzt nicht auf den letzten Metern verflucht werden. Ich glaube, da wärst du ganz schön sauer, wenn du jetzt schnell das Kett wieder abgehst. Oh, da wäre ich aber sehr, sehr sauer. Echt. Plus 80.000 Seelen, die weg sind. Ja. Der schlechteste Mage der Welt. Wart mal auf. Willst jetzt, hast mich jetzt nach Respekt? Nee, gar nicht. Ich habe nur geguckt, ob links genauso hell ist wie auf meiner Seite hier. Oh nein, die Seelen! Was war denn? Wieso? Ich habe es nicht. Es waren zwei, du hast nur einen gekillt. Aber ich habe nicht gesehen, dass der. Ich habe nicht auf den Counter geachtet. Ich war so von der. Ich auch nicht, sonst hätte ich das gesagt. Ach Gott! Klasse. Aber jetzt sind die 80.000 Seelen. Jetzt müssen wir wenigstens auch nicht mehr dahin. Nee, es ist. Also. Wir kommen hier nicht wirklich voran. Übrigens. Also da war nichts jetzt, ja? Wir einigen uns darauf, da war nichts, was. Das wusste ich aber auch schon vorher. Aber das ist doch sonderbar. Da war doch oben noch das Leuchtfeuer mit dem. Auch mit der Tür und so.
Ich meine, gut, vielleicht kommt man durch irgendeinen wundersamen unterirdischen Gang da wieder hoch, aber irgendwie ist mir das alles ein wenig... So, pass auf, ich habe jetzt langsam keine Geduld mehr mit dieser Karte und werde jetzt gleich den Dicken in der Mitte einfach umhauen. Das ist genau das erbt dich. Weil oft macht man sich auch einfach zu viel den Kopf. Ja, absolut. Ich muss auch sagen, dieser Wagemut taktiert manchmal drumherum und manchmal ist aber auch getreu nach... Dudley Moore, Angriff, die beste Verteidigung. Absolut. Diese direkte Art, ne? Dieses einfach mal draufgehen, das unterscheidet dich halt auch von einem guten Spieler. Dudley Moore-mäßig. Ich weiß genau, wie jetzt 80% der Zuschauer erstmal googeln, who the hell is Dudley Moore? Ja, aber die 20%, die es wissen, ja, die denken, hätte sie damals von Derek nicht geheiratet. Die denken einfach nur, wow, was ein cooler Typ. Moore. Oh oh. Ja. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier? Und der lebt auch noch, oder was? Hachi. Und der Typ da, dein Kumpel, der guckt sich das Seelenruhe ruhig von seinem Felsen an. So sieht es nämlich aus. Der vermeintliche Kumpel. Ach komm, kann ich mal einer hinterherkommen? Da. 3. Bam. Ach, so ärgerlich. I try Akanti. Artic. Whatever. Halt's Maul. So. Das Problem war, ich erinnere mich doch, es war in der letzten Folge nur also der eine G+ Versuch. Plus macht das bestimmt ja auch mächtig Spaß. So. Ja, ich sag mal, das ist jetzt nicht gerade der Höhepunkt, der. Also dieser Teil jetzt hier irgendwie. Ich mag das eigentlich, dass man so nicht so richtig vorankommt, weil es einfach so schwer ist und man einen Weg finden muss, irgendwie sich da durchzukämpfen. Ja, aber es ist so, ich finde es ganz so, ich finde es ein bisschen halb befriedigend, muss ich sagen. Müssen wir erstmal gucken, wer, wo kommt. Ist er derjenige, der diesem. Okay, kannst du vergessen. Kannst dich auch nicht hinter dem verstecken. Nee. Also. Und deswegen werde ich jetzt das einzig Sinnvolle tun: rechts vorbei sneaken und gucken, was da noch. Ne? Oder gehen wir links vorbei nochmal den weiten Weg? Nee, rechts vorbei. Komm, rechts jetzt. Ich versuche nicht es zu. Es ist so ein bisschen cheapes Level-Design, ne? Weil es ist eigentlich, passiert nicht viel, sondern sie haben einfach einen Gegner so abgesichert und fies hingestellt, dass du nicht viel machen kannst. Aber irgendwie, es kribbelt mich schon ein bisschen. Ja, aber es ist jetzt natürlich kein Zen's Fortress, ne? Muss man auch nicht drüber sprechen. So. Und die Typen können halt echt auch viel aushalten. Hier, also 5 Schläge ist schon für nicht NG Plus nicht ohne. So. Pass mal auf, ich gehe jetzt einfach hier. Ich halte mich jetzt rechtsbündig, der ignoriert mich, ich ignoriere dich auch. Muss jetzt nicht sein. Du lebst mich nicht! Ah, fuck. Du musst da bestimmt in diese Krypta rein. Oh oh. Jetzt hat er mich gesehen. Ja. Toll, cool. Jetzt aber vielleicht jetzt kommt Johnny Hammer. Schau mal, auf jeden Fall. Okay. Ja, da oben rennst du immer hin. Ja, ja, ich weiß, aber lass mich doch erstmal hier. Da okay, jetzt kommt Johnny Hammer. Womit auch geklärt wäre, dass wir ihn nicht als rotes Phantom gebannt haben. Oh oh. Todesfall. Das wird immer lauter hier. Du musst in das Ding da rein. Ja. Offensichtlich. Jetzt kommen die Bogenschützen. Hier warst du nämlich auch schon mal. Warte, hier war ich noch nicht. Das nehme ich noch mit. So viel Zeit muss sein. Ja, das war dein Tod. Nee. Da noch sind nämlich jetzt die 2 Johnnies. Ja, aber die haben mich noch nicht gesehen. 3 Johnnies. Die Frage ist, ob jetzt. Weißt du, ob er jetzt gleich mal. Erstmal ruhig bleiben. Mhm. Geil. Wir haben 2-3 Schritte nach hinten gemacht und schon. Ja. Macht's das für dich. Und der Johnny haut zu. Ja, du machst das gut. Ich bin ein bisschen stolz. Und Johnny ist wieder da. Ja, ist immer noch. Was ist doch der Typ? Ja, ja, aber. Oh! Kommt der denn her? Der kommt jetzt aber natürlich genau. Ich gehe da hinten. Ich will hinter den Stein da hin. Alter! Jetzt trauen sie sich auf die Kleinen. Die greifen erst an, wenn Queen Mom mitmacht. Ja. So, jetzt will ich mal hier ein bisschen. Soll ich mal heilen? Okay. Ja, erstmal heilen. Okay. Jetzt noch mal kurz
überdenkt, was wir jetzt hier überhaupt machen. Erstmal den blöder, alter, hässlicher Maden, Insektenfliegen, Kackhuber. Ah, nur noch einer. Wenn der letzte R2 ist, dann passt's. So, jetzt lasst uns doch mal schauen. Also, den ganzen rechten Gang, den haben wir eigentlich schon weggemacht, ne? Da waren wir drin. Da waren wir komplett. Da sind wir bisher noch nicht weiter. Also da hinten, was da ist... Das haben wir noch nicht gecheckt. Nee. Es wäre die Frage, ob wir... Vielleicht ist der nämlich jetzt... sieht uns nicht. Komm, gucken wir erstmal hier jetzt, ja? Vielleicht kann man die auch einzeln pullen. Dass man nicht immer gleich die ganze Bagage von Kackbällchen an der Backe hat. Oh, jetzt hat er wieder Angst, ne? Oh, was ist da unten? Das ist, glaube ich, nur... Na, okay, das sieht irgendwie... Oh, das ist... Das ist, glaube ich, nur... Ich glaube, das ist nur geil. Ach, guck mal, da ist einer. So, das müssen wir ja, mal... Den wirst du ja wohl Platz. Der. Da hast du ja wohl Platz. Ey, no pressure. Soll ich mal, falls hier ein Phantom ist, soll ich mal embern? Ja, nur falls hier ein Phantom ist. Nicht, weil ich da meine Lebensenergie bekäme. Das wäre ja verrückt. Okay, und ich mache es auch erst. Ich mache ihn auch erst, damit man weiß. Ich hasse es immer, dieser eine zu viel. Ja, kannst du auch backstabben. Ja. Reichweite aus der Hölle, ey. Zwei. Böse. Ach, Mist, der letzte. Komm, 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 komm. Jetzt mach deinen scheiß Feuerwichs wieder weg. Keine Lust, durch über Wagemut jetzt wieder drauf zu gehen. So. Ach, komm. Jetzt hätte ich gedacht, das wäre ein Backstep gewesen, ein sicherer. Oh, was hat der jetzt nicht? Komm, ich fliege back. Jetzt komm. Oh, Colin. Jetzt, yes, pass auf, der geht durch. Wir werden es nie erfahren. Winged Gauntlets. Die sind schön. Vielleicht kriegen wir hier das komplette Set. Ich sag mal, die sind schön. Black Witch Veil. Wheel. Wheel? Glaube ich. Ist Wheel nicht das Kalb? Oh, guck mal, das ist aber noch irgendwie... Da geht's noch ordentlich in die Mine. Da geht's aber noch... Oha, oha. Die Zwerge haben zu tief geschürft, glaube ich. Ist das ein Herr der Ringe-Zitat? Ja, ich glaube wohl. Sich in Moria, das ist einer meiner liebsten Momente, wo die da das Buch lesen und dann so das Tagebuch und dann so... Es ist alles geil, wir haben ordentlich gefeiert und Party gemacht. Mal sehen, was morgen passiert. Und dann geht's immer schlimmer. Was lang? Guck doch mal da erstmal runter. Nix. Doch mal gescheit da runter. Da ist nichts, wir sind tot. Sicher? Ja. Aber wie wir kommen davon, ich denke da oben, durch den offiziellen Hauptweg. Jetzt ist die Frage, wollen wir weitergehen oder weiter nach da hinten? Erstmal hinten das abchecken. Erstmal hinten, ne? Weil da hinten sieht es so ein bisschen geschlossen aus. Aber wenn dann wissen wir, dass da das Ende ist, dann wissen wir, dass es original. Okay, dann machen wir das. Kannst dich mal heilen. Nee, brauche ich nicht. Guck mal, das passiert jetzt. Genau dafür liebe ich den Ring. Also vielleicht kommt bis dahin jetzt nämlich auch kein Gegner mehr und dann sind wir, sagt man, dieses eine Flask. Das hat er. Ja, also wenn ich dich besser wüsste, wirst du gesponsert vom Sun Princess Ring. So oft wie du Werbung für den machst. Der Sun Princess Ring. Kennen Sie das? The safe choice in the dark. Kennen Sie das? Ihre Energie ist zur Hälfte weg. Die Estus Flasks sind rar. Ja. Aber stell dir mal vor, du hast unglaublichen Durst. Aber meine Frau hat den Sun Princess Ring. Seit ich den Sun Princess Ring trage, dauert es nur eine halbe Stunde, bis ich wieder volle Energie habe. Ohne den Verbrauch einer Estus Flask. Oh, ich muss dafür nicht mal aufstehen und zum Kühlschrank gehen. Wow. Oh, was geht denn da? Oh, Alter, das ist ein Gandir, oder? Der sieht auch. Nee, das ist ein. Das ist der Dings. Der sieht ein bisschen aus wie. Der Held, Dragon Rider. Genau so sieht er aus. Wie die Armor, nur ohne. Also er ist ja gestorben, ne, wenn ich mich erinnere. Deswegen kann ich ihn bestimmt auch backstabben. Boah, da bin ich mir nicht so sicher. Nee, es war auch eine Ironie. Das kannst du ja nochmal üben. Ah! Ich erinnere mich, ich habe damals schon mit Ben... Nein, Alter, ist doch gut. Ach, der ist die ganze... Ach, jetzt verstehe ich.
auch mit jedem Scheißding auch Schaden macht, natürlich, weil er ja natürlich Blitzi-Blitzmann ist, ne? Komm, mach auf. Immer dieses zur Seite, wenn's... Ja, gut. Wenn du auf ihn zurollst, kannst du ihn auch mal treffen. Wenn du immer nur wegrollst... Das war Glück. Nice. Boah. Oh, der ist die Klippe, ne? Da! Mhm. Ah! Gerade nicht gesehen, was hier passiert. Schon wieder an der Klippe. Ja, ja. Dann geh doch mal mehr ins Landesinnere. Ja, ich habe Angst vor. Okay. Ich habe Angst, dass ich das gleiche die. Da ist die Sackgasse. Ist doch noch ohne Ende Magie, ne? Stimmt. Mmh. Ach, dumm, falsche Taste. Ist ja kein Zelda. Du hast wieder voll Energie. Du machst das. Nein, hör auf, nicht loben. Aber du schaffst das. Du willst ja nur motivieren. Mhm. Aber du erinnerst dich an den Demon Prince. Ja, den hast du ja auch geschafft. Ja. Sehr gut. Souveräne Vorstellung. Ja, so halb souverän. Hatte ein Dragon schönes Set. Muss an. Nee. Ja, aber hallo. Oh, da. So. Da war's. Dragon Slayer. Nee, Dragon. Iron. Der. Nee. Iron Dragon Slayer Armor. Das ist aber ein schwerer Meister. Ja, da haben wir Havels Ring. Das könnte man natürlich. Jetzt könnte man aber sagen, komm, wir sind mal großzügig, jetzt tauschen wir doch mal hier Havel plus 3. Wie viel mehr. Ja, so noch mal, gewinnst du noch mal gut 2%, ne? Auch nicht so viel, ne? Nö, aber ist auch nicht so scheiße. Dann können wir direkt gucken, ob man das dann auch gleich mal in den... Iron. Das ist alles gut. Ja, aber das macht jetzt den Unterschied hier. Bleed Poison Frost, aber was will ich denn mit Bleed Poison Frost? Finde ich gut. Aber das sieht natürlich auch dann manchmal doch auch einfach geiler aus. Ja, komm, das ist. Den nehme ich mit. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, wobei, das fällt mir fast schon besser. Ja, die Fashion Choices sind wichtig in Dark Souls, wenn es die halbe Miete. Ich weiß ja, du hast ja nicht vollkommen Unrecht damit. Es ist nur immer so. Ich bin da wie die meisten Männer. Ich hasse das permanent umziehen, ja. Okay, vielleicht machen wir den ersten Mal. Den machen wir es. Nee. Oh, das ist aber hier. Das letzte Opfer. Ach so, die hat er alle platt gemacht, ja. Sozusagen. Da hat er mir natürlich auch ein bisschen Arbeit lassen. Item außer seinem Set hat man jetzt noch nicht. Nee, Titanite Scale, ne? Das war das Einzige. Na gut. Und sonst ist hier aber geht's nicht weiter. Guck mal da hoch, da kommt man vielleicht von da? Nee. Das hier, ja, vielleicht kommt man. Nee. Wenn überhaupt von irgendwo zurück, aber. Wo dieser Ort ist. Aber ich finde, es sieht ganz kleidsam mit dem Schwert aus. Das Schwert passt zu diesem Set irgendwie, finde ich. Findest du nicht? Ja. Finde ich. Nee, ich glaube, das ist der Baum, der sprechen kann. Nein. Ja, jetzt würde ich sagen... Da ist noch was. Ja, das ist ein Gegner. Ein Item. Wo? Ah, hier ist ja noch ein Item. Ich sehe auch noch. Noch ein Teil. Geh noch mal in die Mitte, bitte. Nee. Da ist noch hinter dir. Ja, nochmal in die Mitte des Sumpfes. Weil dich irgendwas packt. Einfach nur gucken, ja. Ob hier noch irgendwas. Irgendwas getriggert wird, nee. Okay, aber den ganzen rechten Weg, den hattest du ja schon. Nee, noch nicht. Hier rechts hoch vielleicht, wenn es da noch irgendwo. Da die Wand kannst du nochmal abklappern. Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, wo wir jetzt lang müssen. Ja. Aber ist doch linearer, als man denkt. Ich habe es einmal für dich geklopft. Ich glaube, diese Art von Wänden, ne, da waren die genau. Und da rechts geht es auch nicht hoch? Da doch, da bist du aber doch schon, du bist da schon drum rum gelaufen. Nee. Sicher? Naja, da hoch sind wir noch nicht, aber da geht es auch nicht weiter. Ja gut, dann, ja, das sind die. Also das hatten wir auf jeden Fall. So, dann gehen wir jetzt den anderen Weg rum. Mal kurz gucken, wo der Beschwörer, der läuft da irgendwo in der Mitte rum. Hier war nichts mehr, ne, das hatten wir auch.
Na komm, ruhig. Ach, jetzt kommst du wieder, ne? Kommt da angeschissen, ihr kleinen Pisser. Na okay, so klein. Okay. Der große. Das haben wir alles schon. Ja, da waren wir auch in der Mitte, glaube ich. So, ja, das heißt, komm, dann gehen wir jetzt da. Es fehlt nur noch der lange Lulatsch und die Typen. Ja. Aber die Typen mit vier Flasks. Vielleicht kann ich aber einen von denen. Aber die respawnen ja. Das stimmt, aber ich würde jetzt ja doch irgendwie gerne. Was du versuchen kannst, vorbeizurennen zum nächsten Feier. Ja, das ist aber irgendwie auch. Das ist lame. Ja, ich würde ehrlich gesagt lieber einen von den beiden zumindest triggern. Damit man dann zumindest als. Wenn du jetzt den Zauberspruch hättest, ne, wo du die gegenseitig aufeinander hetzen kannst, das wäre geil. Pass mal auf. Ich bin nicht überzeugt. Ach, nein. Falsch und dann in die Richtung. Ja, falsch Richtung stark. Das war nicht schlau. Oh, hast du mich gut? Hat er sich angepirscht durch den Nebel, der alte Kack? Nice. Oh. Und nachsetzen, dann kommt nämlich der nächste gleich. Ach komm! Das war doch Verarsche! Wieso haust du denn auch nur einmal? Das ist Wahnsinn, wie manchmal geniale Sachen und genial dumme das war, Sachen du hast doch heilen. Wenn ich jetzt noch meinen Sun Princess Ring hätte. So. Ach, das sind die schlimmsten. Deswegen nehmen wir auch den bestmöglichen. Und wenn er sich noch orientiert, kriegt er schon den nächsten. Ah, das ist natürlich nicht gut, aber. So. Na komm. Nice. So. Muss ja nicht immer schwer sein, ne? So. Jetzt gucken wir uns das erstmal an. Da ist noch einer. Da oben ne? noch einer, ne? Ja, ne, der ist aber runtergekommen. Der ist runtergehüpft, glaube ich. Irgendwo ist noch einer. Das. Da ist er. Also. Ah, fick dich. Hm. Okay. Schön. Okay. Macht man eigentlich nicht, weiß. Und? Yes, oh. Nice, Iggy. Endlich sehe ich mal was mit Skill hier. Danke. Ich warte, ich hole gleich meinen Kalender, damit ich mir das eintragen kann. Das Item da hinten, ne, das leuchtet einen dann noch so an. Wie das ist eh nur eine Scheißseele, Scheiß drauf. So, mal noch gucken, was hier. Einmal hier links rumlunzen, aber ich gehe dann gleich den rechten Weg, ja? Weiß ich nicht. Weil, geh mal da ran. Geh nicht mal lang da. Kommt da irgendwas von oben? Vielleicht noch mal so zwei, drei Curse Boys. Ah, das scheint aber hier eine gute Gegend zu sein. Ach. Aha, aha. Aha. Da geht's lang. Irgendwas. Da geht's lang. Irgendwas ist doch hier gerade gewesen. Das ist der große Johnny, glaube ich. Ja? So, jetzt mal. Ach, dieses Reflexion, die kann er aber auch wahnsinnig machen hier. So, jetzt mal langsam links, 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 und so ruhig gucken. Ja? Noch nicht darunter. Da, link, einmal da rum, sind da. Wir hergekommen, jetzt gehen wir einmal da, rum. Ah ja. Meinst du, das war der? Guck mal hoch, da ist doch was. Links. Sag mal, was denn da? Wo? Ein fucking Drache, Mann. Siehst du es nicht? Oh, jetzt sehe ich ihn auch. Oh ja, das ist cool. Das gefällt mir. Mein so, es runden wir bei mir. Als ob du den schon gesehen hast. Natürlich habe ich gesehen. Das habe ich gesagt, guck dann mal. Dann sitzt du nicht in der Reflexion. So okay. Sieht es nämlich aus. So, das hat man ja. So. Das heißt, wir müssen den anderen Weg gehen. Das ist schön. Das gefällt mir. So, ne, ich gehe einfach nur rum, weil da war jetzt ein. Da geht's jetzt auf jeden Fall her. Okay, den nehmen wir natürlich mit. Er hat mich noch nicht. Das ist auch gut, so soll es auch bleiben. Ah, jetzt geht die Tür zum Bonfire auf. Verstehe. Ja. Was?
Das ist geil. Das schöne Level-Design, was ich bei Dark Souls so liebe. So, ne? Lass mal erstmal die Tür auf hier, bevor... So. Eigentlich ist das ja gar nicht so schwer zu machen, aber die machen es halt echt einfach. Mhm. Aber das gibt einem jetzt auch wieder dieses Gefühl von Progress. Ja, und einfach, man kann richtig aufatmen, ja, weil man weiß, wenn ich jetzt sterbe, muss ich nicht nochmal all das machen. Show your humanity. Schön. Ja. Also, ja. Show your humanity. Ja. Mal die Dark Hand vielleicht. Meinst du? Ich guck mal, was da ist. Illusion required ahead, therefore item required ahead. Ja, die Dark Hand musst du damit draufhauen. Glaubst du? Weiß ich nicht. Das zweite, ja. Aber er hatte nicht eins, ja, genau. Das war's. Komm, einmal machen wir noch. Der Fall ist noch nicht getroffen, auf. Nee. Item required. Haben wir nicht noch irgendein Ding eingesammelt, was wir noch nicht hochgehalten haben? So ein Banner oder so? Oder warte mal, die. Das wäre aber auch sehr komisch, wenn es plötzlich die Dark Hand wäre. Also ich nehme jetzt mal diesen abgehackten Arm. Das ist ja vielleicht so wie. Nee, nicht den Abgehackten. Das ist ein Zauberstab. Ja, genau, aber der ist ja vielleicht. Das ist wie so der Fingerabdruck. Du hast doch auch die Filme. Geh mal auf Items. Precious. Geh mal auf Items. Ja, erstmal gehen wir jetzt auf Werbung. Dann gehen wir auf Items. Und dann schauen wir, was hier passiert. Bis gleich. Wir klicken uns immer noch ein wenig ratlos durchs Menü und haben das Gefühl, hier gibt's was Geiles, aber vielleicht muss man auch irgendeinen Covenant. Ach, was weiß ich denn? Ehrlich gesagt, möchte ich jetzt aber erstmal weiter gucken. Also, wenn wir jetzt nicht finden, weißt du denn? Weiß, was denn dahinter ist. Ja, wir müssen jetzt jedes Item bei Wikipedia gucken. Ja, komm, mach. Ich gehe aber schon mal zurück. Also, wir haben jetzt dann bleib doch da. Ja, mach du doch, das ist doch kein Problem, du verpasst nichts. Ja, aber du gehst ja jetzt weiter im Progress. Ich will ja nur mal einmal gucken, was um die Ecke ist. Och, du bist echt anstrengend. Willst es doch auch. Komm. So. Ja, ich habe zu schlechten Empfang hier unten. Egal. Ich glunze noch mal einmal kurz hier unten. Was ihr nicht sehen könnt, was ich aber sehe. Ach. Hä? Ganz, ja, ganz woanders ist das. So eine ganz andere Stelle hier, ne? Nee. Das ist genau die Stelle. Und wieso ist er da einfach? Das ist einfach. Da ist die Statue, glaube ich. Na, also. Alter.
Lightning Arrow. Nice. Zauberspruch. Ja, wo ist das? Das ist eine andere Stelle. Erzähl mir noch nichts. Komm, wir machen das mal hier weiter im Programm und werden dieses Mysterium lösen. Aber dann nicht zwingend jetzt. Wir wollen ja noch ein bisschen was sehen, ja. Und zwar gehe ich jetzt erstmal hier, damit du es weißt. Unterhalb des, hier sind wir rausgekommen, ne, aus dem Shortcut. Und ich gehe jetzt mal, bevor wir da entlang gehen, einmal hier rechts hinterher. Da liegt nämlich noch was. Und das ist hundertprozentig eine Falle. Ah, fuck! Boah. Wenn ein Damm hat, dann hat. Titan Night Scale lag da. Ach, guck mal. Na, ich gehe erst hier mal runter. Oder wollen wir... Du willst doch auch sehen, was passiert, wenn ich auf die Brücke gehe, oder? Wir können jetzt hier unten hergehen. Ich habe eine Vermutung, was... Ja, komm, wir wollen es aber triggern. Ich will es mal probieren hier. Das ist doch ein schöner Moment. Wo wir jetzt da unten lang gehen. Geil. Schön. Ah, vielleicht kann man den in dem Swamp noch nutzen, weißt du? Dass der da auch runterkommt. Wer weiß, was der noch für Trigger-Momente hat. Glaub's zwar irgendwie nicht, aber... ich gehe erstmal jetzt aber trotzdem unten entlang. Puss! Entschuldigung. Willst ja nur ans Pad. Ich glaub, wird auch passieren. Mach ja. Na, guck mal, da liegt doch erstmal was rum. Oh, das ist das. Dragonite. Das ist dieses Feuerding, ne? Mhm. Oh, das kann ich aber nicht benutzen. Das ist natürlich fantastischerweise wieder so ein blödes. Holy. Holy shit. Tja. Man wünscht sich immer, dass man da irgendwie runterkommt und noch eine gigantische Welt sich auftut, so, ne? Aber irgendwann ist auch das schönste Spiel vorbei. Ach, jetzt ist ein Geheimgang da. Wir haben mich schnell gebaut, während du die Klippe runtergeguckt hast. So, ich gehe jetzt hier mal weiter. So geht das nicht. Ich tue was für mein Seelenkonto. Falls ihr euch fragt, warum ich diese 133.392 Seelen... Oh, 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 oh! Geil! Oh, oh. Okay, jetzt müssen wir mal was gelernt. Jetzt darfst du schon wieder... Guck mal, wie schnell das plötzlich ging. Das hat er ja schön gemacht. Hat er sich da hingesetzt, der alte Kesselflicker, und zu gucken, was, ne? Hast du nicht gesehen. Das fand ich gut. Ich hab's jetzt ein paar Mal klicken lassen, damit es gleich nicht mehr klickt. So. Ach, schön. Hab ich doch nur direkt mal wieder 1000 Sachen verpasst. Könnte auch ein Helm oder so sein. Welcher Helm steht für Humanity? Vielleicht kein Helm. Weißt du? Mhm. Sehe aber nicht sehr humanisch. Im Prinzip war das schön gedacht. Es hätte so ein Fünf-Freunde-Moment sein können. So. Überlegt oder drei Fragezeichen. Denkt nach, Kollegen. Ich rough es nicht. I don't rough it. Ich hole mich, dann mache ich das jetzt. Ich gehe mal recherchieren. Das ist
kannst du gar nicht benutzen, das Dark City. Dark. Was meinen die mit Dark? Dark kann so viel bedeuten. Was haben wir denn Dark? Dark Mask? Ja, aber... Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Dark. So, ich gucke doch jetzt mal kurz nach im Netz, ob ich da irgendwas finde. Dark. Mich wahnsinnig so rätselig nicht lösen kann. Mhm. Sieht auch ganz geil aus. Okay. Dark. Haben wir eine Waffe? Dark? Welches Item? Dark Ring? Haben wir einen Dark Ring? Ich weiß es nicht. Warte, ich gucke jetzt. Ich will es auch wissen, wer das ist. Toll mit. Ich habe das Item noch gar nicht. So. Ich hab's ja hier vor mir, aber es lädt einfach nicht. Was sagst du denn dazu? So. Findet ihr, zeige deine Menschlichkeit. Mhm. Bist du der Lösung auf der Spur? Ja, ich dachte es, aber ich bin noch nicht. Ach ja. Das Geheimnis der Menschlichkeit, pass mal auf. Aha. Ihr habt im Sumpf 3 weiße Zweige gefunden. Ja. Benutzt ihr einen der Zweige, so verwandelt ihr euch in einen Gegenstand der Umgebung, ähnlich wie beim Zauberer Chamäleon. Den können wir auch benutzen. Anscheinend. Begebt euch bla 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 bla. Begebt euch zum Leuchtfeuer mit dem Durchgang zur Inschrift, verlasst das Gebäude in Richtung Sumpf, erledigt dort fix das Insekt. Nun stellt euch mit eurem Charakter in den Sumpf. Benutzt im Sumpf stehend einen weißen Zweig. Euer Charakter verwandelt sich in eine Menschlichkeit. Bekannt aus Artorias of the Abyss. What? In Gestalt der Menschlichkeit bewegt ihr euch nun am Leuchtfeuer vorbei zur Inschrift, okay? Achtet aber darauf, weder zu sprinten noch zu rollen, sonst verwandelt ihr euch wieder zurück. Also was soll ich machen? Wir machen mal den Anfang. Ihr habt im Sumpf 3 weiße Zweige gefunden, haben wir. Benutzt ihr einen, so bla bla. Begebt euch zum Leuchtfeuer mit dem Durchgang zur Inschrift. So. Verlasst das Gebäude in Richtung Sumpf und erledigt dort fix das Insekt. Das scheint das erste, also der Regul, genau, das da, würde ich sagen. So. Ach so, jetzt, ja, okay. Erledigt. Mhm. So. Nun stellt ihr euch mit eurem Charakter in den Sumpf. Benutzt im Sumpf stehend einen weißen Zweig. Und jetzt Vorsicht. Ach was, Vorsicht. Guck mal. Das ist ja geil. Ach, das ist ja geil. Alter. Da musst du halt auch da musst du, wie sollst du denn da drauf kommen? Aber und geil. Ich bin Humanity. Jetzt gehst du aber langsam zurück, nicht rennen. Ich weiß. Okay. Ach, das ist ja geil. Alter. Das ist aber, wie kommt man denn da wieder... Also da muss halt ja gut, es gibt bestimmt Leute, die permanent diesen Chamäleon-Zauber ausprobieren und dann... Aber ist ja... Da wäre ich niemals drauf gekommen. Nee. Aber was ist denn dann Dark für ein Scheiß-Tipp? Ja, das irgendwie ein... Wahrscheinlich so ein Abyss-Assoziations-Dark-Hinweis. Dass du irgendwie denkst, ah, erinnerst du dich noch? Das war eine schöne Stelle. So.
So, und da müsstest du jetzt die Inschrift lesen. Oh. Sowas liebe ich ja, dieses Spiel. Das stimmt, aber man da hätte... Ja, aber ist doch geil, dass du immer das Gefühl hast, da könnte irgendwie sowas gehen. Mhm. Ich finde sowas super. Auch wenn es eigentlich unmöglich ist, da selber drauf zu kommen. So schön, das Sound. Wahrscheinlich müssen wir... Aber nee, dann... Was haben wir denn hier? Ich sag mal. Sind wir hier im Rosengarten oder was? Sag mal. Sag mal, aber geh doch mal. Sag mal kurz. Mann! Bist du sicher, dass wir... War da oben nichts mehr auf der anderen Seite von dem Torbogen? Ja, du bist noch nicht so weit. Ich verstehe. Na, pass mal auf. Jetzt gucken wir noch mal. So. Boah, dieses, das müssen wir echt mal für die nächste Sendung irgendwie ausschalten. Das nervt unglaublich, diese Reflexion. Oder vielleicht müssen wir den Fernseher anwinkeln. You know? Ach, das waren auch nur die... Können wir die ausmachen? Sagt er, ja, ist sehr gut. Gar nicht, wie die ausgeht. Sag mal, da lagen doch, ach, bei dem, die 130.000 Seelen sind jetzt auch einfach mal weg, ne? Wie macht man das denn aus hier, das Ding? Na, das muss Colin gleich machen. Mach mal. Ach, hätten wir von da... Nee, keine Chance. Das steht ja irgendwie Hidden Path. Das kann ich jetzt auch schon wieder eine Verarsche. Machen wir doch jetzt auch mal ja aus. Nicht da. Wo ist es denn? Na, da rechts. Mensch, man hörst kann doch gleichzeitig... Weil ich spiele gerade hier. Teufel noch eins. So, soll ich jetzt einmal den Hauptschalter herausdrücken? Ja, mach doch. Ja? So. Menschen. Ja, muss man alles gleichzeitig spielen, hier das Studio einrichten? Oh. Ist doch nicht wahr. Ah, dieses Sch- Alter, das war ein guter Schlag. Alter! Falsche. Alter, jetzt was ist das denn? Jetzt wissen wir auch, was das in der letzten Folge war. Hä? Ach so, der Typ. Ja. Ja, wenn du den Lulatsch auch immer triggern musst. Der ist doch so. Wir aber auch hier. Alter, was? Ich brauche doch nur noch einen Schlag. Jetzt habe ich die Schnauze voll. So, noch!
Oh, Mann! So, jetzt mal eins am anderen. Wo ist der blöde Kacklulatsch? Wieso hat er. Wo, da steht da oben einer drauf. Wetten? Mann, ey. Da ist er doch. Warum gehst du denn nicht hin und holst ihn? Ja, weil. Ist gut. Hinter ihm wieder weg, ey. Ist ja geil. Trigger noch ein paar Gegner. Scheiße. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt schauen wir doch mal, ne? So, der erste Gegner. Wer war beim ersten Gegner? Ach ja, du bist beim ersten Gegner gestorben. Also bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Und jetzt will ich was sehen. Und zwar raste ich aus hier. Ist ja nicht mehr normal. Jetzt will ich richtig was sehen hier. Richtig, sonst mache ich sofort wieder das Reflektionslicht an. Und während der Kampf läuft, musst du es ausschalten. Um hier mal ein bisschen Anspruch reinzubringen. Kann nicht so schwer sein, aber ein bisschen. Kann auch nicht so schwer sein. Ich bin gespannt. Großmeister KD ist am Bett. Das soll ja aber ganz was Feines gehen. Ein durchkomponiertes Klingenballett. Da. Hast du doch auch gehabt? Nee. Doch. Nee. Aber nee. Davor. Nein, nein. Als der Drache mich beim... Ja, das stimmt. So. Wieder mein Handy ist, bevor du die Karte ziehen kannst. So. Alter. Ich halt nicht sehe wegen dem Scheißfelsen. Nervbacke. Alter. Shield of Warn ist halt auch scheiße. Ich liebe diesen unerschütterlichen Optimismus. Diesen Glaube an das Gute. Dieses Schwert ist so scheiße. Nehme ich auch nicht mehr. Ah, oh, ist das schön. Langsam kochen die Emotionen wieder hoch. Zeit für einen Boss-Gegner-Begegnung. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Wollte ich doch gar nicht! So, jetzt machen wir das schön. Könnte natürlich jetzt bei dem Gewicht, das wir haben, könnte man natürlich jetzt auch einfach mal eins nehmen, was ein bisschen mehr Fire Resistance hat. Dark Knight? Oder, nee. Dragon, hast du nicht gesehen? Ein Tower Shield, Mann. Nein. Bäh, ja, komm, das ist gut. Disney. Ist das nicht dein Parry Shield? Nein. So. Ich überlege, ob ich. Ja, doch, komm. Ich nehme auch einen Ember. Wollen ja schon mit gleichen Waffen hier losziehen, ne? War das gerade der Moment, wo du gemerkt hast, dass du nett von der Seite angelächelt wirst? Und du im zweiten Moment, du guckst nach und es ist keine schöne Frau. Das ist ein hässlicher Typ. Ja, jetzt hol ich das mal zurück. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo der Triggerpoint, wohin du gerollt bist, dass der andere kam, aber
versuche es zu vermeiden. Ja, das war sehr souverän. Hast du auch hingeguckt? Ja, ich hab's gehört, wo war denn der welcher Geschwindigkeit. Kam der von da oder von wo kam der? Was? Jetzt bin ich schon wieder in der. Hat er mich schon bemerkt? Ja, sonst würdest du ihn ja nicht hören. Ja, nee. Natürlich ist ungünstig, andererseits vorhin habe ich es auch geschafft. Die Frage ist, wie. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, nach welcher Logik man ihn hört und er was macht, weißt du? Er macht jetzt ja die ganze Zeit ja nichts. Okay. Ach komm! Da war ich doch eine Sekunde früher als er. Das hat keinen Sinn. Zwei Schläge noch. Und tschüss. Och, fuck, wäre ich da noch rumgerollt. Hast du es gesehen, dass es noch zwei Schläge gewesen wären? Das hat ja keinen Sinn, die gleichzeitig zu dingsen. Ne? Das, ach, Teufel, wäre ich da doch noch rumgekommen. Mann. Hätte ich lieber rennen sollen und dann heilen. Das war. Ich hätte darauf schwören können, dass ich das Rollfenster perfekt getimt hätte. Ja, gut, dass ich nicht geschworen habe. Das ist auch Havels Schild gar nicht, ne? Nee. Ja, nimm's doch, dann pack dein Ding weg. Aber wie schwer ist der? Oh, wunderschön. Achso, ich wollte eigentlich noch, wenn ich mal ganz kurz eine Sache machen darf. Ach, guck mal, du hast es doch. Was? Ach, dieses Charm, ich habe es noch nie benutzt. Und mich da noch nie für interessiert. Geht das mal ist das ein Spell oder ist das ein. Das weiß ich auch nicht. Nee, das ist ein Feuer, ne? Pyro, glaube ich. War schon plus 8. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das bei denen klappt. Das probieren wir jetzt noch aus. Komm, das probieren wir jetzt aber noch aus, bevor wir das beenden. Das ist doch ein sehr schöner Test. Aber wenn kein Gegner da ist, geht er trotzdem auf dich, oder? Weiß ich gar nicht. Das Problem ist, es müssten natürlich dann beide da sein, damit es den Gegner gibt. Ja, das war jetzt ein schönes Finale. Ganz schön gebärfreudige Hüften. Mhm. Da lege ich Wert drauf. Gute Zähne und gebärfreudige Hüften. Hä? Wo ist denn der?
geklappt? Nee. Nee. Ey, der zweite staggert, oder was? Mit dem Schild? Ja, gut, ja, eine weitere Runde im Land des Grauens. Mal gucken, wir machen jetzt Feierabend. Ich muss auch unglaublich was loswerden. Ob ich die nötigen Gramm habe, um nicht fett zu rollen, wenn ich gleich das Schwert wechsle. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Mal gucken, wo wir da landen. Tschüss.